ich glaube, jetzt bin ich wirklich tot, oder? Aufgeben. So, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Absolut gar nichts. Gut. Ich hab's gehofft. Ich hab's gehofft. Es hätte nämlich auch sehr gut sein können, dass das Spiel jetzt sagt, so, jetzt verlierst du aber alles, was du hattest, wie in Dark Souls so ein bisschen. Mensch, der bombardiert hier noch die Kirche total krass. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit für den Gegner. Aber den machen wir jetzt kaputt hier mit unserem Cheese. Mit unserem Kirchen-Respawn-Cheese. Was soll's? Yes! Okay, ich bin sicher. Jetzt können wir mal echte Schwachstellen suchen. Hier. Zwei Ponöbel auf seinen Rücken. Schlagen auffällig blaue Funken. Ich bin mir ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, ob blaue Funken wirklich eine Schwachstelle bedeutet. Aber es sieht schon besonders aus, wenn ich da hinschieße, oder? Autsch, ich habe ein bisschen was abbekommen. Ich glaube echt fast, wir müssen nochmal zurück in Startgebiete und müssen da nochmal ein bisschen plündern, gründlich. Ja, sonst kommen wir hier nicht weit, befürchte ich. Wenn das jetzt normal ist. da brennt was. Habe ich jetzt vielleicht seine blöden Raketenwerfer zerstört? Könnte schon sein, ne? Das wäre gut. Dann könnte man jetzt auch wieder rausgehen. Oh, ich habe noch 4 Schuss für das Gewehr hier. Das ist nett. Gut. Fotomodus. Gute Idee. Tja, ohne Raketen kommst du dir nicht mehr so cool vor plötzlich. Ah ja, am Hintern hat er, glaube ich, auch Schwachstellen. Yes. Mit ein bisschen Cheese haben wir ihn besiegt. Verdammt nochmal, bist du eigentlich bekloppt, du Riesending, du. Meine Güte, ich glaube, ich spinne. Also mit so einem Gorilla ist nicht zu spaßen. Das ist unter anderem Pen and Paper. Ah, okay. Dieses Tales of Loop. Ich verstehe. Das auch in Schweden spielt. Aha. Wer weiß, ob da nicht vielleicht sogar ein Zusammenhang besteht. Also nicht offiziell, aber so von der Inspiration her. Ist da hinten schon wieder ein Roboter? Ich habe keine Munition mehr, ich habe keine Heilung mehr und ich habe keinen Bock mehr. Ich habe auch nichts mehr, damit ich das Ding sprengen kann. Ich glaube, man kann das wahrscheinlich theoretisch auch zerschießen. Ich schaue mal kurz in mein Inventar, ob wir vielleicht, ob ich noch irgendwas habe. Jetzt bereue ich, dass ich so viel Tanks und so viel Sachen zerlegt habe. Ah, Notfallfackel. Na, dann werde ich jetzt einfach mal ein paar Magazine Pistole an das Ding schießen und hoffen, dass es dann kaputt geht. Oh, okay. Das ging schnell. Wisst ihr noch bei dem ersten Ding, das ich gefunden habe, wo ich eine Viertelstunde drauf einschießen musste? Das war leicht jetzt. Da hinten ist schon wieder irgendwas. Oh oh, ich höre Schritte auf mich zukommen. Oh oh, sag mal, die Roboterbedrohung ist irgendwie gerade um 500% krasser geworden. Hacken! Es hat funktioniert, oder? Hey, ich habe dich gehackt. Das Hacken funktioniert in dem Spiel leider wirklich nicht wirklich. Warum schießt er noch auf mich, wenn er schon gehackt ist? Oh, da sieht mich noch irgendwas. Es reicht schon langsam. Hallo Spiel, kann ich mal kurz 5 Minuten durchatmen, bitte? Ohne, dass hier gleich wieder Party am Start ist. Das gibt's ja wohl nicht.
So, schnell zurück in die Kirche. Ab zurück in die Kirche. Du musst ja auch nicht immer sofort drauf schießen. Ja, das sagst du. Aber wenn das stimmt, dass die Roboter nicht einfach so neu spawnen, sondern wirklich über die Insel wandern und so, dann kann man alle Roboter besiegen. Und wenn das möglich ist, auch wenn es so, ne, auch wenn es Millionen sind, aber wenn es theoretisch möglich ist, dass ich alle kaputt machen kann, dann will ich alle kaputt machen. Bis auf den letzten Bot. Das wäre cool. Habe ich zufällig noch Heilmittel hier eingelagert oder so? Ich befürchte irgendwie nicht, oder? Naja, jetzt heißt es Inventar managen. Vor allem Waffen managen. Denn wir haben keine Munition mehr. Für unser Maschinengewehr hier. Und das ist nicht gut. Welche Munition brauchst denn du? Ah, das ist wieder alles so. Warum ist das so von dem Spiel? Ich weiß schon, was ich mache. Ich nehme jetzt mal alles an Munition raus. Und dann lege ich alles, was wir nicht brauchen, wieder rein. Und wenn wir wirklich keine Munition für das Gewehr haben, dann nehmen wir uns ein anderes. Wir haben ja noch ein paar andere zum Glück eigentlich. Ah doch, wir haben noch genug für das Gewehr. Die 7,62. Punkt 235, 7,62. Das ist echt, wenn man sich nicht auskennt mit Munition und Waffen, finde ich sowas immer echt verwirrend. Ich hätte jetzt keinen Zettel und Stift. Ich habe keinen Zettel und Stift. Und ich sitze so weit von der Tastatur weg. Ah. Okay, da muss ich es mir merken. Punkt 32. 32. Punkt 2 oder irgendwas. Und hier. Okay, schauen wir mal. Die brauchen wir nicht. Ich hätte schon gern eigentlich wieder mal eine Schrotflinte. Wenn ich so drüber nachdenke. So, die brauchen wir auch nicht. Neun Millimeter. Brauchen wir auch nicht. Moment mal. 1000 Schuss? Wie schwer ist denn das? 6 Kilo? Das ist jetzt gar nicht so super schwer. Aber ich glaube trotzdem, dass wir da ein bisschen was einlagern werden. Oh mein Gott, geht das wirklich nicht schneller mit dem Controller? Ich befürchte nicht. Oh Gott, das ist wie im ersten Fallout. Meine Güte. Rechnen die nicht damit, dass man so viel Munition hat oder wie? Das ist ja furchtbar. Oh. Okay, für die Pistole sind 500 Schuss, glaube ich, mehr als genug. So, hier könnte ich noch recyceln. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Da schaue ich mal kurz nochmal mit unseren Waffen, ob ich jetzt vielleicht... Weil ich habe viele neue Aufsätze gefunden. Aber irgendwie nichts für unsere Waffen dabei, leider. Schade. Ja, schade. Weil dann packe ich die alle mal in die Kiste. Genau, die mit dem kleinen Symbol sind installiert. Funkgerät, Notfallfackel, das sind lauter Sachen, die ich leider gar nicht brauchen kann. Naja, Gewicht sieht gut aus, Munition sieht gut aus, Bewaffnung sieht gut aus und ich weiß jetzt, dass Sterben keine Konsequenzen hat. Das nimmt ein bisschen den Druck von mir. Wenn ich ein Spiel nicht pausieren kann und nicht mal das Menü in Ruhe managen kann und sowas, setzt mich das echt immer total unter Druck. Deswegen mag ich das echt so ungern.
Aber jetzt, wo ich weiß, dass Sterben im Grunde vollkommen wurscht ist, ist es alles nicht mehr so schlimm. Aber verdammt, war das gerade eine Roboterarmee da. Meine Güte. Jetzt gehen wir mal in die exakt gegensätzliche Richtung. In dem Spiel hier, nee, bis jetzt noch nicht. Man ist so ein bisschen auf der Spur, auf der Suche nach Menschen. Aber bis jetzt hat man noch keine getroffen. Und es würde mich sehr wundern, wenn wir welche treffen würden, muss ich sagen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist wirklich eher. Ich meine, es ist ja im Kern eigentlich ein Vier-Spieler-Multiplayer-Spiel. Das darf man nicht vergessen. Schauen wir uns mal auf dem. Obwohl, da war ich schon, glaube ich, ne? Ich habe vor kurzem Left 4 Dead 2 wieder eine Zeit lang gespielt. Das ist eigentlich wirklich ganz cool. Left 4 Dead mag ich. Und das hat die schöne Mechanik, die gefällt mir wirklich, dass Gebäude, die man schon durchsucht hat, in denen man alles gefunden hat, ausgegraut werden. Und somit weiß man, wo man schon war und vor allem, ob man schon alles gefunden hat in den Häusern oder noch nicht. Und das ist eine Mechanik, die hätte sich das Spiel und viele andere Spiele abschauen können. Also mir gefällt die sehr gut. Sehr viel besser als dieses respawnende System, wie zum Beispiel bei Fallout oder vielen anderen Spielen. Ich finde das bei Left 4 Dead echt schön, dass einfach Schluss ist, wenn Schluss ist. Dass es einfach einen Punkt gibt, wo es heißt, so, okay, du hast jetzt alles geplündert. Jetzt gibt's nichts mehr. Quatsch. Ah! Was mache ich denn? Ich wollte eigentlich schnell gucken, weil ich habe noch andere Heilmittel von verschiedener Qualität. Kann ich hier jetzt auch gleich einen benutzen? Nee, kann ich nicht. Ich muss die erst ausrüsten, bevor ich die benutzen kann. Na gut. Ich kann echt nicht glauben, dass wir ungefähr 500 Heilungen verbraucht haben bis jetzt, aber so schnell kann es gehen. Ich hätte mein Rad nehmen sollen. Das wäre eine gute Idee gewesen. Ich glaube auch, Metatron. Das Spiel macht mir bis jetzt noch viel Spaß. Und ist auch ganz cool mit den Robotern und mit Erkunden und Looten und Sachen finden und so. Das ist alles cool gemacht. Aber ich glaube auch, dass das dann relativ schnell langweilig und eintönig wird. Wenn dann nicht noch so große Überraschungen kommen, kann ich es mir nicht vorstellen, dass das wirklich über lange Zeit hinweg jetzt spannend bleibt. Aber mal gucken. Vielleicht hat das Spiel ja noch das ein oder andere überraschende Ass im Ärmel. Aber ich befürchte, auch auf lange Sicht läuft es drauf raus, dass man halt einen Bunker nach dem anderen einnimmt. Und dann kommt halt vielleicht. Ich glaube, es gibt noch eine Roboterart, die wir jetzt noch nicht kennen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ansonsten hat man dann, glaube ich, relativ schnell alles gesehen, leider. Aber an dem Punkt sind wir bis jetzt noch nicht. Stopp. Inom detta orade. Inom detta orade. Nee, das kann. Manchmal kann man es ja, ne? Manchmal kann man ja Schwedisch so ein bisschen lesen. Wie zum Beispiel Militärt. Und Stopp. Om rade weiß ich wieder nicht. Sprengem. Fotografera. Okay. Wir sollen Fotografen in die Luft sprengen, glaube ich. Habe ich so rausgelesen. Hallo, Munamf. Wie geht's? Oh, und hi, Flatbrain. Wie geht's? Bestimmt schon 4 Jahre bei YouTube. Ja, ich meine, ich mache jetzt seit 4 Jahren YouTube. Also das kann gerade so hinkommen. Sogar schon ein bisschen länger insgesamt. 3,5 sind es, wenn man es genau nimmt. 4,5. Freut mich, dass du mit dabei bist und dass dir meine Videos noch immer noch gefallen, oder? Oder ja. Ah, ich hasse die kleinen Spinnen.
So, den haben wir es gezeigt. Mir geht es auch ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Ich komme nur leider echt mit den Videos nicht hinterher zurzeit. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich vor... Nee, letzte Woche haben wir doch einen Fallout-Stream gemacht, in dem wir so ein bisschen die Lore von Sanctuary, Vault 88 und dann auch der Red Rocket Station noch erkundet haben. Und die Lore-Videos, die daraus werden, könnten echt cool werden. Aber auch sehr aufwendig. Sehr viel Arbeit. Und da versinkt gerade sehr viel Zeit drin. Und ich gebe zu, auch in Cyberpunk. Ja, okay. Ich spiele auch zu viel Cyberpunk zurzeit. Das fällt mich schwer. Ich denke mir immer so, na, jetzt könnte ich schnell hier während das... Oh nein. Giftgas. Während das rendert, hätte ich schnell eine halbe Stunde oder so. Oder könnte ich mal kurz Pause. Und plötzlich ist es wieder 3 Uhr morgens. Naja. Volt 111, ja, natürlich. Oh, Giftgas. Und da unten sind auch noch Gegner. Könnt ihr Gegner vielleicht wenigstens rauskommen? So, danke. Ah! Hey, ich habe nicht mehr so viel Heilungsspinnen, Freunde. Wir müssen jetzt echt alle cool bleiben. In den Zimmern, den abgeschlossenen Zimmern warten schon die Gegner. Da wird mir schon immer angezeigt, dass mich da wer hört. Aber das geht erst, also sobald ich den Strom wieder angemacht habe, hier kommen die raus aus ihren Kammern. Vielleicht solltest du auch was zu Cyberpunk machen. Ich habe ja schon einen Cyberpunk-Stream gemacht und auch schon ein Special-Video zu Cyberpunk, aber die kamen leider nicht so gut an. Also die haben nicht viele geguckt und so. Also die wurden jetzt nicht irgendwie schlecht bewertet, aber die wurden nicht viel geklickt. Also anscheinend besteht da in der Community leider nicht so das große Interesse. Weil ich hätte Bock drauf, aber ja, ne, nur wegen mir muss ich die Videos nicht unbedingt machen. Ich verstehe das, da habe ich mich echt schon gefragt. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, warum eine Fallout-Fan-Community nicht an Cyberpunk interessiert ist. Weil Cyberpunk 77 ist so ziemlich Fallout. Vielleicht nicht Fallout 4, aber Fallout New Vegas bzw. Fallout 3 schon sehr. Insofern, da gibt es so viele Überschneidungen irgendwie und ich finde das... Ne? Also für mich ist das total dasselbe. Dasselbe Reiz dahinter. Und auch dasselbe Spiel irgendwie. Dasselbe Spielprinzip. MP-Wirkung, Schaden. Gegnerischen Komponenten verursachten Schaden wollte ich mir noch holen. Und mehr Erfahrungspunkte. Holen wir uns erst mehr Erfahrung. Oh nein, warte mal. Es gibt ein Maximallevel, das scheinbar bei Level 30, 31 ist. Deswegen will ich vielleicht gar nicht unbedingt mehr Erfahrungspunkte kriegen, weil hinten raus sind das dann 2 verschwendete Level. Das aber mehr Schaden auf Komponenten holen wir uns noch und dann gehe ich, glaube ich, mal auf den Kampfbaum. Ich glaube, das können wir brauchen. Und jetzt müssen wir uns, befürchte ich, eine Gasmaske anziehen und dann so schnell wie möglich rein und raus, weil aus irgendeinem Grund, der wirklich nicht so super viel Sinn macht, oder? Schützen die Gasmasken nur zu 20% vor Gas. Naja, los geht's. Na, das ist fair. Shit, ey. Ah, wäre echt voll gemein, wenn ich hier total blind wäre und überall wären Roboter. Und dann glitschen die Spinnen auch noch immer so durch den Boden. Und ich habe keine Heilung mehr. Ah, das ist echt nicht gut. Oh Gott, wir kommen hier nicht mehr lebend raus. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da ist der Knopf. Schnell drücken. Und nix wie raus hier. Ah!
Acht, sieben. Okay, wir leben. Noch. Ach, Gottchen. Wo sind all meine wunderschönen... Ja, nehmen wir die Augenklappe. Wo sind alle meine wunderschönen Heilpäckchen hin? Plötzlich waren sie weg. Gerade hatte ich noch 100. Und dann war ich tot. So gut wie. Ich befürchte, das Erste-Hilfe-Kit bewirkt nicht das, was ich dachte. Ich dachte, das ist einfach eine sehr gute Heilung. Ein Fallout 77, 2077, man spielt eine Woche vor dem großen Krieg und dann ist das Spiel vorbei. Würde ich spielen? Ja, könnte man eine sehr coole Story draus machen, auf jeden Fall. Ach, ist das was, wo sich jetzt auch Teammitglieder dran heilen können und sowas? So eine Heilstation im Grunde, die ich hier installiert habe. Okay. Gerade die Lore um die Corporations wäre schon interessant. Ich fände es auch total cool. Ich lese wirklich total gern und aufmerksam die ganzen Notizzettel, die man in Cyberpunk findet. Und hätte da wirklich Bock, mich da mehr reinzubegeben. Ich habe auch vielleicht mache ich tatsächlich noch ein, zwei Videos dazu und gucke, ob nicht vielleicht doch sich eine Community findet, die das interessiert. Aber ja, mal gucken. Aber wie gesagt, die ersten Angebote wurden nicht sehr gut aufgenommen oder wahrgenommen. Und deswegen habe ich da jetzt auch nicht vor, einen Fokus drauf zu legen. Aber mich persönlich interessiert es. Das auf jeden Fall. Ich finde es cool. Es ist auch so eine coole Welt. Und dadurch, dass das ja eben auch ein relativ altes Pen-and-Paper-Spiel ist, mit vielen Büchern, ist ja die Welt auch schon sehr komplex und gut ausgebaut. Insofern.